Wir haben mit unserer Aktion Der Grüne Online-Check, welche Kommune hat das beste Angebot im Netz, alle 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen getestet hinsichtlich ihrer Angebote im Internet. Wir wollten wissen, wie die Stadt, Gemeindeverwaltung, auch die kommunale Politik die Chancen der Digitalisierung nutzen, ihren Service für Bürgerinnen und Bürger optimieren und weiter zu verbessern. Wir haben dafür Unterstützung erhalten von Open Data Experten. Sie haben uns fachlich beraten, sie haben den Test aber auch selbst durchgeführt in den Kreisstädten und in den kreisfreien Städten. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken an dieser Stelle bei Ernesto Ruge und Walter Palmetzhofer. Das sind zwei Open Data Aktivisten. Herr Ruge ist aktiv bei Open Ruhr, Herr Palmetzhofer bei der Open Knowledge Foundation. Sie haben auch Informationen zu unseren Experten in ihrer Mappe. Das Ziel unserer Aktion war, dass wir den Fortschritt und die Möglichkeiten, die die Digitalisierung den Bürgerinnen und Bürgern bietet, zu untersuchen für die kommunale Ebene und auch mitzugestalten. Für uns wichtig ist, dass diese Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden für die Aspekte Bürgerservice, Transparenz, Beteiligung und auch Barrierefreiheit. Wir benennen gute Beispiele, bewusst gute Beispiele, damit andere Städte und Gemeinden davon profitieren können. Wir betreiben kein Naming and Shaming und wir haben in unserem Test uns orientiert an dem, was geht, was Kommunen tatsächlich leisten können und was sie leisten sollten auch. Ich glaube, für Kommunen, die ihr Angebot weiter verbessern wollen, haben wir eine gute Arbeitsgrundlage geschaffen, dadurch, dass wir eben Vorreiter bekannter machen, dass wir auch zeigen, was eigentlich möglich ist an Bürgerservice im Netz. Das Ganze steht vor dem Hintergrund, dass wir noch in diesem Frühjahr die Open Government Strategie der Landesregierung vorgelegt bekommen. Diese Strategie zielt ab auf die Ziele von Beteiligung, Transparenz und elektronischer Zusammenarbeit. Sie zielt aber vor allem ab auf Landesbehörden und da schließen wir mit unserem Online-Check eine gewisse Lücke, indem wir die Kommunen da auch sehr stark in den Blick mitnehmen. Wir haben im Koalitionsvertrag über diesen Weg hinaus vereinbart, dass wir das Informationsfreiheitsgesetz, über das Bürgerinnen und Bürger heute schon die Möglichkeit haben, auf Antrag auf Informationen zuzugreifen, zu einem Transparenzgesetz weiterzuentwickeln. Dadurch würden öffentliche Stellen dann verpflichtet, proaktiv Daten und Informationen bereitzustellen. Und in diesem Sinne verstehen wir unsere Aktion auch als eine gewisse Vorarbeit, indem wir eben einen Überblick über die Aktivitäten der Kommunen in Nordrhein-Westfalen hergestellt haben. Wir haben drei Kategorien gehabt. Als erstes E-Government, das ist klassischer Bürgerservice, der ins Netz verlagert wird. Welche Angebote gibt es, um Verwaltungsvorgänge online zu ermöglichen und eben nicht möglicherweise vor einer verschlossenen Bürotür zu stehen, nachdem man sich einen halben Tag Urlaub genommen hat, um einen Gang zum Amt zu erledigen und dann eben dadurch eben Verwaltungseffizienz zu steigern, Mehraufwände für Bürgerinnen und Bürger zu reduzieren. Zweite Kategorie Open Government, Beteiligung. Wie werden Bürgerinnen und Bürger eingebunden? Wie können sie mitgestalten? Da gibt es jede Menge Möglichkeiten von Beteiligung bei größeren Städtebauprojekten oder Beteiligung über einen Online-Bürgerhaushalt. Und die dritte große Kategorie heißt Open Data, also wie viel Daten stellt eine Kommune bereit? Weiterer Aspekt, den wir getestet haben, ist die Barrierefreiheit. Barrierefreiheit ist in einer Gesellschaft, die auf dem Weg zur Inklusion ist, ein riesengroßes Thema, darf auch im Internet nicht vernachlässigt werden. Und wir haben beispielhaft die Möglichkeiten getestet, auf kommunalen Seiten Schriftgrößen zu verstellen, Kontrast zu verändern. Das heißt also für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen auch sich einen Text vorlesen zu lassen. Das sind die Kategorien gewesen, in denen wir getestet haben. Die Ergebnisse haben wir veröffentlicht heute Morgen auf unserer Website grünefraktionnrw.de/onlinecheck. Ich darf jetzt noch die Gesamtergebnisse
vorstellen, bevor ich dann an den Fraktionsvorsitzenden für die Einzelergebnisse übergeben werde. Wir haben insgesamt große Unterschiede zwischen den Kommunen in Nordrhein-Westfalen festgestellt. Wir haben Vorreiter, wir haben wirkliche Top-Runner, wir haben ein breites Mittelfeld und auch einige, wo es tatsächlich noch Verbesserungsbedarf gibt. Das Basisangebot, was wir festgestellt haben, was eigentlich jede Kommune inzwischen hat, auch das ist im Übrigen aber erst ein Trend, der in den letzten 2, 3 Jahren wirklich so in der Fläche eingesetzt hat. Ratsinformationssysteme, das heißt also die Zugänglichkeit von Ratsunterlagen und Gremienunterlagen. Das ist eigentlich der Standard, den die überwältigende Mehrheit der Kommunen hat. Statistische Angaben, Bevölkerungsstatistik aus den Kommunen, Wahlergebnisse, das ist so das Basisangebot, was die allermeisten Kommunen veröffentlichen. Wir haben aber auch festgestellt, dass darüber hinaus wirklich es sehr, sehr große Unterschiede gibt. Es steht und fällt, das hat sich gezeigt, und das werden Sie auch gleich in den Einzelergebnissen noch sehen, es steht und fällt tatsächlich mit dem Engagement von Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeitern vor Ort und auch damit, dass Bürgerinnen und Bürger aktiv Informationen einfordern. Wir haben einen Gesamtsieger gefunden, das ist die Stadt Bonn. Die Stadt Bonn macht es eigentlich in allen Kategorien, die wir getestet haben, richtig. Sie haben Bürgerservice, ein sehr gutes Angebot. Sie stellt ihre Daten komplett im Rahmen ihres Open Data Angebotes online zur Verfügung. Das leisten ganz wenige Kommunen in NRW. Es sind nur 5 von 396 Kommunen, die tatsächlich Open Data betreiben. Und Bonn hat eben in fast allen Kategorien tatsächlich sehr, sehr hohe Punktzahlen erreicht und ist mit 34 von 40 möglichen Punkten Gesamtsieger in unserem Ranking. Dann, die Stadt hat, wie gesagt, ein gutes Serviceangebot. Sie hat aber auch ein Angebot, das uns tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat, als weiteres Top-Runner-Modell, nämlich den, ein gutes Anliegenmanagement, wo man eben seine Anregungen, Beschwerden an die Verwaltung sehr einfach, sehr transparent rüberbringen kann. Es gibt darüber hinaus, Stichwort Inklusion, auch die Möglichkeit für gehörlose Menschen, die Möglichkeit, eine Anfrage in Gebärdensprache als Video aufzunehmen und direkt zu übermitteln mit sehr, sehr geringem Aufwand. Dann haben wir auf den weiteren Plätzen Köln und Aachen, 2 und 3, Emstetten auf Platz 4, eine kleinere Kommune, Bielefeld und Gelsenkirchen, Troisdorf, Münster und Wuppertal und Essen als 10. Platz. Damit haben wir insgesamt 7 Universitätsstädte unter den Top 10, ein Übergewicht auch eher bei den großen Kommunen. Wir gehen einfach davon aus, dass es tatsächlich mehr digitale Expertinnen und Experten in den großen Städten gibt, die auch aktiv da Engagement einfordern, und da sind einfach die Kommunen oft einen Schritt voraus. Auf der anderen Seite tatsächlich auch mit Städten wie Emstetten und Troisdorf etwas kleinere Gemeinden auch sehr weit vorne in unserem Ranking dabei. Für die Details jetzt Rainer Prieger. Ja, ganz herzlichen Dank, Matti Bolte. Ich muss sagen, das war ein sehr, sehr spannendes Projekt in der Fraktion. Das hat uns ja mit der externen Unterstützung jetzt, diejenigen, die es gemacht haben, mehrere Wochen beschäftigt. Wir haben es auch als Abgeordnete zusammen gemacht. Ausgangspunkt war wirklich für uns eigentlich die Frage, was gibt es an Service, damit ich als Bürger mir nicht einen halben Tag Urlaub nehmen muss, wenn ich einen Pass beantragen will und dann vor der Tür stehe, wo ein Schild hängt, heute wegen Urlaub geschlossen. So, deswegen will ich nochmal erklären als Beispiel, was sind diese Bürgerservice-Beispiele, die man eigentlich erwarten kann. Das ist eben Personalausweis oder Reisepass beantragen oder verlängern. Jeder kennt das. Sie wollen in Urlaub fahren, irgendwann gucken Sie nach von Ihnen selber oder von einem Kind. Ausweis ist nicht mehr gültig, jetzt muss er beantragt werden und dann fängt man an zu laufen. Also sowas, Baugenehmigungsverfahren, Kfz-Zulassung bei Bibliotheken, Geburts- oder Heiratsurkunden beantragen und. Das sind so die Sachen, die man alle heute schon übers Netz machen kann, wo ich dann nach Feierabend auch eine entsprechende Anfrage losschicken kann und die Verwaltung kann die bearbeiten. Und dann muss man sagen, das sollte eigentlich Standard werden. Das hilft ja auch denen, die nicht unbedingt das übers Netz machen wollen, weil da weniger in der Warteschlange stehen, wenn man selber aufs Amt will.
Zweiter Punkt, den ich sehr, sehr einleuchtend finde, dieses Anliegenmanagement oder Mängelmanagement. Wenn ich als Bürger eine Beschwerde habe hinsichtlich der Abfalltonnen, die nicht abgeholt wurden, der Straßenbeleuchtung, die es nicht mehr tut oder irgendein anderer Schaden oder Mangel, irgendwo wilder Abfall abgeladen, dann gibt es eben viele Kommunen, die heute ein solches System haben, wo man es nicht nur übers Internet melden kann, sondern wo die Kommunen sogar auch reagieren und den Bürgern eine Antwort geben. Auch das ist für uns eigentlich mittlerweile ein selbstverständlicher Standard. Und dann war der spannende Diskurs jetzt, sag ich mal, zwischen jüngeren und älteren, netzaffineren und, sag ich mal, im Netz nicht geborenen Abgeordnetenkollegen, dass auch die Frage, was ist Zukunftstechnik? Also die Frage, was heißt dann Open Data? Die zur Verfügungstellung von Daten in der Form, dass auch andere damit arbeiten können. Also das ist ein Bewertungskriterium, das sage ich, war mir persönlich erstmal nicht so zugänglich, aber da hatten die jüngeren Kollegen recht, dass sie sagen, das wird in Zukunft der Standard sein. Und da gibt es 5 Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die da herausragend sind. Was auch wichtig ist, es ist nicht unbedingt von der Größe abhängig. Es gibt auch Kommunen, die sehr, sehr herausragend und sehr gut sind. Ich will das sagen, Moers, wäre ich nie drauf gekommen, dass Moers eine Stadt ist, die im Open-Data-Bereich einfach vorbildlich ist in Nordrhein-Westfalen. Und dann hat uns natürlich interessiert, wie ist das Ranking zwischen unseren großen Städten? Ist ja immer bei solchen Sachen der Vergleich Düsseldorf-Köln, ist ja was sehr Beliebtes. Da muss man hier sagen, Köln auf Platz 2 und Düsseldorf auf Platz 16 ist ganz klar eindeutig zugunsten von Köln ausgegangen, dieser Vergleich. Die Kölner Seite ist sehr viel innovativer, öffnet sich den Bürgerinnen und Bürgern mehr und die Seite der Stadt Düsseldorf ist eher noch auf dem Niveau eines Gästebuchs. Also da ist viel Nachholbedarf und eine Landeshauptstadt sollte da doch besser sein. Ein weiterer spannender Punkt ist natürlich immer, wer nicht im Ruhrgebiet vorne. Das ist zugunsten von Schalke ausgegangen, müssen wir sagen, an der Stelle. Also Gelsenkirchen auf Platz 5, vorbildliches Anliegenmanagement. Bürgerinnen und Bürger können Müll auf Spielplätzen bis zur defekten Straßenlaterne melden und können auch online den Bearbeitungsprozess verfolgen, wenn dann die Stadt tatsächlich reagiert hat und den Mangel beseitigt hat. Dortmund könnte das Anliegenmanagement wie Gelsenkirchen gut gebrauchen, kann also da noch ein Stück was tun. Aber wir verstehen den Vergleich ja auch als einen Anreiz, sich bei anderen dann umzusehen und zu gucken, wie man es besser machen kann. So, was ich sehr schön finde, ist, dass eben auch Kommunen im ländlichen Raum sehr, sehr gute Ergebnisse haben. Emstetten unter allen 396 Kommunen auf Platz 4. Das ist eine Gemeinde in nördliches Münsterland, 35.000 Einwohner. Aber die sind an der Stelle sehr, sehr fit und können sich absolut mit den großen Hochschulstädten vergleichen. Aber auch nicht wirklich ganz vorne dabei. Bei Troisdorf als Kommune unter 100.000 Einwohnern aus dem Rhein-Sieg-Kreis auf Platz 7, auch die an der Stelle sehr gut. Heißt insgesamt, wir haben sehr viele Kommunen, die in diesem Bereich viel getan haben in den letzten Jahren. Es gibt auch noch einige, das hätte ich nicht erwartet, die nicht mal mehr die Ratsunterlagen zur Verfügung stellen im Netz. Das ist ja nun wirklich nichts, was man geheim halten müsste. Das sollte eigentlich Standard sein, dass man das macht. Es hat, aus unserer Sicht macht es einen Sinn, diesen Vergleich zu machen, weil sich damit auch Kommunen an anderen Kommunen orientieren können und gucken können, was man mit einfachen Mitteln, ohne jetzt sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, seinen Bürgern selbstverständlich als Service auch zur Verfügung stellen könnte. Insofern ist das ein interessanter und guter Überblick. Wir wissen, was zu tun ist und wir haben sehr vor, das in 2 Jahren nochmal zu machen, um zu sehen, wie dann die Bewegung ist, welche Kommunen von den positiven Anregungen, die die anderen da haben, auch angespornt werden. Alle Ergebnisse sind auf unserer Homepage der Fraktion seit jetzt einsehbar und nachvollziehbar. Fragen und Kriterienkatalog auch. Insofern steht das dann allen zur Verfügung. Dankeschön.